Es ist sozusagen Tour de Zen Reloaded. Und diesmal, Schwierigkeitsgrad erhöht, Hyundai Ioniq 4 Facelift, also Hyundai Ioniq Classic, finde diesen Namen wunderschön. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Roadtrip. Diejenigen, die den Kanal ja schon eine Weile verfolgen, haben ja gesehen, dass der Stefan Spunk und meine Wenigkeit die Tour de Zen gemacht haben. Kurzer Hintergrund nochmal, Tour de Zen, Thomas Zen, Herausgeber des Magazins Walter, ein Motorsportmagazin, hatte sich von Hamburg nach Leipzig mit einem e-tron 55 verirrt und durch, ich würde mal sagen, eigene Blödheit hat er dafür tatsächlich 9 Stunden gebraucht und hat es dann in Summe der E-Mobilität angekreidet. Stefan Spunk und meine Wenigkeit haben sich mit einem e-tron 50, also mit einem kleineren Akku, auf den Weg gemacht und haben gezeigt, dass dieser Weg mit dem e-tron 50 auch in 5 Stunden machbar ist, mit einem 55 locker bestimmt in 4 bis 4,5 Stunden. So. Aber das ist gar nicht Grund der Geschichte von heute, sondern der heutige Roadtrip führt mich von Berlin nach Stuttgart. Richtig, nach Stuttgart. Das ist schon ein ordentlicher Ritt und ich habe mir gedacht, ja Moment mal, ich gucke doch mal in A Better Route Planner, wie man das halt so macht als Ioniq-Fahrer. Der hat nämlich nicht so ein geiles Navi wie ein Tesla oder wie ein e-tron. Habe ich mal reingeschaut und dann sagt, doch A Better Route Planner mit Ladestopps brauche ich 8 Stunden 20. 8 Stunden 20 sind noch immer weniger als Herr Zen für eine kleinere Strecke mit einem Fahrzeug mit größerem Akku benötigt hat. Und da habe ich gedacht, da nehme ich euch mit. So, und da geht es schon wieder los. Ne? Ich fahre nur 130 und trotzdem der hochgelobte Golf GTI zieht vor mir rein und ich gehe runter auf 110. Warum eigentlich? Ne, also eine Sache, die ich immer sehr oft oder immer öfter beobachtet habe. Jetzt muss ich natürlich Gas geben, damit ich ihn mit 150 überholen kann, weil Kollege Verbrenner einfach nicht aus dem Puschen kommt beim Rausziehen. Warum auch immer. Ich denke, die haben alle so einen geilen GTI. Ich denke, der zieht so geil. Dann macht das doch mal auf der Autobahn. Macht aber irgendwie keiner von euch Pappnasen. Ja, und selbst wenn ihr mal an uns vorbeiballert und wenn ihr mit Vollgas vorschießt, dadurch, dass ich konstant mit Tempomat fahre, schwöre ich, habe ich die meisten und gerade so diese auffälligen Fahrzeuge, die man immer so sieht, ne, gibt ja dann manchmal, weil du siehst nicht so einen knallgelben irgendwas oder so. Und die erkennst du halt einfach wieder, da guckst du drauf, da hast du das Kennzeichen gespeichert und eine Stunde später überholst du ihn wieder auf der Autobahn, weil er irgendwo hinter einem LKW rumzuckelt. Und das ist nicht, weil er nicht schnell kann, sondern weil der Fahrer einfach Pedal to the Metal spielt. Irgendwann mal fällt sein Blick runter auf den Durchschnittsverbrauch. Der überschlägt mal kurz im Kopf, wie viel Geld er diesen Monat noch zur Verfügung hat und sagt sich dann auch, ist es mir das wert, für eine halbe Stunde schneller sein? Natürlich, dem wenigsten ist es das wert. Also zuckeln sie dann wieder mit 110, 120, 130, irgendwas Mitte rechts rum. So. Es ist das Vollgas geben, machen die meisten doch sowieso nur auf der, ich sag mal, nicht auf der Langstrecke, sondern wenn es über die Autobahn auf Kurzstrecke geht. Das heißt, ich gehe mal kurz auf die Autobahn und muss 10, 20 oder vielleicht 50 Kilometer fahren. Dann spielen die Leute Pedal to the Metal. Aber. Und es ist das Lustige, auf der Distanz macht es zeitlich überhaupt keinen Unterschied. Also es macht schon zeitlich einen Unterschied, aber es ist so verschwindend gering, Stau auf der A9. Und das zerhagelt mir natürlich ordentlich meinen Schnitt. Hoffen wir, dass es bei den 7 Minuten Verzögerung in Summe bleibt. Yeah.
Ich lebe super in der Zeit. Ich sollte laut Better Route Planner um 15.48 Uhr hier sein in Schleiz am Autohof. Es ist jetzt 15.45 Uhr, das heißt, ich war sogar 3 Minuten schneller. Google Maps hat mich auch die letzten, keine Ahnung, 20 Kilometer Überland geschickt. Wer weiß, was schon wieder auf der A9 los war. Aber bis jetzt stimmt der Better Route Planner und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich möchte hier abfahren und möchte dahin. Und ich habe im Vorfeld halt eingegeben, welches Fahrzeug ich habe und mit wie viel Prozent ich starte. Das ist halt das, was der Audi e-tron natürlich automatisch macht, weil ist ja das Navi im Fahrzeug, ne? Das muss ich ja dieser externen App irgendwie sagen. Aber bis jetzt bin ich gut in der Zeit und wenn ich so weitermache, dann schaffe ich es sogar mit der Tour Berlin-Stuttgart die Zeit von Herrn Senn noch zu unterbieten. Das ist sozusagen Tour de Senn Reloaded. Und diesmal Schwierigkeitsgrad erhöht, Hyundai Ioniq 4 Facelift, also Hyundai Ioniq Classic, finde diesen Namen wunderschön, sozusagen 28 Kilowattstunden Akku, 28 Kilowattstunden nutzbar, e-tron 55, 80 Kilowattstunden nutzbar. Also, ich sag's ja immer wieder, man muss auch Elektroauto fahren können. Also reine Fahrzeit 3 Stunden 50 mit Ladezeit dazugerechnet waren es insgesamt 1 Stunde 1 Minute, sind es dann 4 Stunden, knapp 5 Stunden, sagen wir es mal, mit dem Better Route Planner und dem Ioniq 4 Facelift mit 28 Kilowattstunden, Herr Senn. Das möchte ich nur noch mal dazu erwähnt haben, ne? Der Akku dieses Fahrzeugs ist ungefähr ein Drittel von dem, was Sie benutzt haben. Nun gut, er verbraucht auch weniger, aber er lädt auch nur halb so schnell. Also, wie man es nimmt, so, da kommt das Licht. Ach ja, ich liebe Elektromobilität. Mal gucken, wie weit wir es in den 9 Stunden von Herrn Senn schaffen. Mal gucken, ob ich es bis nach Stuttgart schaffe. Bis dahin ist es ja noch ein Stück. Kilometer in 4 Stunden und 50. Also so wie das aussieht, Herr Senn, 480 Kilometer in 4 Stunden 50 plus die Ladezeit, die nun nicht gerade wenig ist bei dem Ioniq, muss man sagen. Ne? Also ja, Langstrecke geht mit dem Ioniq, aber man muss halt ganz klar sagen, da gibt es mittlerweile ganz andere Fahrzeuge. Aber es geht. Es geht ohne Probleme. Und ich finde, selbst wenn ich auf der Gesamtstrecke vielleicht 1,5-2 Stunden Ladezeit mit dabei habe, ist das für mich kein Nachteil. Weil ich fahre lokal emissionsfrei, ich fahre sauber, ich fahre entspannt, ich kann immer wieder ein Päuschen machen, ich kann auf Pipi-Klo gehen, kann mir nochmal was Frisches zu trinken holen, was auch immer. Oder wenn ich beschäftigt unterwegs bin, kann ich dann E-Mails beantworten. Mache ich übrigens jetzt gleich. Ich werde jetzt erstmal ein paar YouTube-Kommentare beantworten. So, angekommen und das geübte Auge sieht. Ich habe ein anderes T-Shirt an. Es ist natürlich der nächste Tag. War gestern alles ein bisschen stressig, deswegen habe ich nichts mehr aufgenommen. Theoretisch nach dem letzten Ladestopp und dann hier ankommen, hätte es in 8 Stunden 40 geklappt.
Leider war es ungefähr 10 Minuten vorm Hotel die Autobahn gesperrt. Und dann musste man einen Riesenbogen über Land fahren, durch irgendwelche Wälder und so. Und deshalb war ich dann auch noch zu spät im Stream oder auch mit schlechter Verbindung im Friday Night Live Stream mit Stefan. Könnt ihr ja mal auf Stefans Kanal gucken. Wie gesagt, der ist hier unten verlinkt. Ja, und dann war anderthalb Stunden Sendung mit Stefan und dann hatte man auch noch Hunger. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr, noch irgendwas zu drehen. Aber wie gesagt, wenn diese eine Sperrung nicht gewesen wäre, 8 Stunden 40, mit der Sperrung sind es 9 Stunden und 10 Minuten mit einem Hyundai Ioniq nach Stuttgart-Herrenberg. Auf jeden Fall waren das über 650 Kilometer mit einem Fahrzeug, was nur einen 28 Kilowattstunden Akku hat. Und ich liebe meinen Ioniq. Ich finde den absolut top, auch von der Ladeleistung her, mega. Aber da gibt es halt mittlerweile Fahrzeuge, die einen ähnlich niedrigen Verbrauch haben, aber inzwischen weitaus größere Akkus und damit die Strecke weitaus schneller schaffen. Aber selbst mit einem Fahrzeug, was einen augenscheinlich so kleinen Akku hat, ist die Strecke ohne Probleme in einer adäquaten Zeit machbar. So, und wie angekündigt, jetzt geht's zum Echo Grand Prix und ich glaube, da wird ein geiles 24-Stunden-Rennen sein.